Hallo zusammen, esst ihr auch so gerne diese Senfdillsoße, die so sehr gut zum geräucherten Lachs passt? Die meisten wissen schon, wie man diese Soße selber herstellen kann, eben auch in kleinen Mengen, weil meistens zum Frühstück hat man ja doch nur ein paar Scheiben Lachs, und das muss auch immer ganz schnell gehen. Aber auch für diejenigen, die es noch nicht wissen, ich zeige es euch gleich mal. Und die Zutaten sind ganz überschaubar. Man braucht eigentlich nur Honig, man braucht Senf und ein bisschen Dill. Da kann man überlegen, ob man frischen Dill nehmen möchte oder getrockneten oder tiefgefrorenen, je nachdem. Okay, bis gleich. Die Zutaten für die Dillsoße sind wirklich überschaubar, wie ich eben schon gesagt habe. Man braucht Senf, man braucht Honig und Dill. Ich habe jetzt hier getrockneten Dill, weil bei uns im Garten der frische Dill noch nicht so weit ist. Und man muss die Zutaten, also zumindest den Senf und den Honig in gleichen Teilen zuführen. Das heißt, ich würde jetzt hier, ich mache immer nur kleine Mengen, weil wir zu zweit sind und zum Frühstück, wenn man so eine Portion Lachs sich aufs Brot legt oder aufs Brötchen, dann braucht man ja nicht allzu viel. So, ich habe jetzt einen Teelöffel Honig und ich habe jetzt ungefähr einen Teelöffel Senf. Und selbst wenn der Honig sehr fest ist, ich kaufe also immer diesen festen Honig, lässt sich das wunderbar schnell vermengen. Der wird dann auch relativ flüssig. Das ist in 0, nix gemacht. Also man kann den natürlich auch, diese Soße kann man natürlich auch fertig kaufen in der Kühlung, aber dann ist das immer gleich so eine große Flasche. Und so oft essen wir Lachs auch nicht, sodass ich das dann immer portionsweise zubereite und das dann immer gerade für ein Frühstück reicht. Manchmal bleibt noch ein bisschen was übrig. Ich rühre das dann hier oft in so einem kleinen Schnapsgläschen an. So, das ist schon mal vermischt. Und jetzt kommt noch der Dill rein. Da muss jeder, das kann jeder so entscheiden, wie viel Dill man da rein tut. So. Man das dann verrührt, dann sieht man das schon, ob einem das reicht oder nicht. Ja, ich glaube, für uns ist das gerade passend. So, und ich glaube, das hat jetzt nicht länger gedauert als eine Minute. Und dann kann man das auch noch wirklich kurz vor dem Frühstück machen. So, hier ist noch was dran. Genau, nichts vergeuden. So, perfekt. Und den Löffel darf ich jetzt auch abschlecken. Lecker. Und so schnell ist diese leckere Soße hergestellt. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen.